Hallo, ganz herzlich willkommen bei der diesjährigen Meet 2022. Ich darf auch ganz herzlich unseren Vortragenden Vesco Rohde begrüßen, der heute natürlich zum wichtigen Thema Nachhaltigkeit vortragen wird, und wünsche Ihnen dabei ganz viel Vergnügen. Vielen Dank, Claudia. Schönen guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Erstmal schön, alle wiederzutreffen. Ja. Ich habe euch das hier extra an die Wand geworfen, weil ich fand, dass ich allein 612 Kilogramm CO2 erzeuge, wenn ich nur hierher komme und euch einen Vortrag über Nachhaltigkeit halte, dann fand ich da ein ganz minimal Paradox, fand ich das. Ich habe gesagt, jetzt fahre ich da hin, das hätten wir auch online machen können, dann hätten wir das gespart. Das geht aber nicht. Wir sind so soziale Wesen, wir brauchen den Austausch von Zeit zu Zeit. Wie gehen wir damit um? Ich finde es viel wichtiger eigentlich den oberen Absatz. Das habe ich in der vorletzten Woche mal recherchiert, als ich einen Radiobericht gehört habe und habe gesehen, pro Windrad, es gab Jürgen Trittin war im Radio, der ehemalige Bundesumweltminister in Deutschland, und der hat gesagt, ja, Windräder, wir könnten mit den erneuerbaren Energien schon viel, viel weiter sein. Aber Windräder, die Bauanträge, die dahinter stehen, wer soll denn das alles bewältigen? So, dann habe ich recherchiert, da ist pro Bauantrag in Deutschland 12.000 Seiten, müssen abgegeben werden bei den Behörden, ausgedruckt, 5 Gramm, das steht da alles da, ihr habt es wahrscheinlich gelesen. Die Diskrepanz zwischen diesen Dingen, der entstehenden Regeln, dessen, was man umsetzen muss, und das, was wir in den Theatern dazu beitragen können, einen signifikanten und sinnvollen Beitrag leisten zu können, das steht absolut im Gegensatz zu den Regeln. Wir werden ganz, ganz viel heute. Ich werde nur einen kurzen Abriss der Dinge machen, wir haben nur eine Dreiviertelstunde Zeit, aber wir werden ganz, ganz viel über Regeln sprechen und Regeln, die wir verändern müssen, und Regeln, die so, wie sie jetzt sind, überhaupt keinen Bestand mehr haben, wenn wir wirklich was ändern wollen. Wir ändern nämlich gar nichts, wenn wir uns hierher setzen und uns treffen und über alles das unterhalten, denn eine gewisse Einigkeit darüber besteht, dass wir das machen müssen. Und aber wir können eigentlich wirklich an ganz, ganz wenig Stellschrauben nur drehen, und wir wollen unbedingt an den Stellschrauben drehen. Das heißt, wir sind im permanenten Gespräch aktuell, die Deutsche Theatertechnische Gesellschaft, mit der Politik in Deutschland, um Regeln zu verändern, und zwar alle auf den Prüfstand zu stellen. Brauchen wir die oder sind die sinnlos für uns? Seit ich mich mit dem Thema Bauen und Sanieren von Theatern beschäftige, das ist schon 20 Jahre, da gehen wir immer wieder in die Kreisläufe und sagen immer, wir wollen die Theater energetisch sinnvoller machen, wie kriegen wir denn da Anlagen rein, die wenig Energie verbrauchen und trotzdem eine hohe Leistung haben, da reden wir immer nie drüber. Wenn es am Schluss zu einer Ausschreibung kommt, dann wird das Billigste ausgeschrieben. Das ist in Österreich nicht ganz so, die sind ein Schrittchen weiter hier, aber es wird das Billigste ausgeschrieben, das ist kontraproduktiv. Das heißt, wir sitzen hier in einer Diskussion, diskutieren dieses Thema, und zwar deutschlandweit, in Österreich, in der Schweiz, überall wird das ganz doll diskutiert, und wir stehen immer vor denselben Schranken. Das ist mein negativer Beitrag zum Tag heute. Es wird jetzt nicht mehr so negativ, weil ich will nämlich das genau vermeiden. Der Vortrag heißt eigentlich Nachhaltigkeit ohne heiße Luft. Weil alles das, was wir vorher produziert haben, das ist nämlich ein bisschen heiße Luft. Und wir können in den Theatern ein paar ganz, ganz wichtige Flöcke einschlagen. Sowohl was die Überzeugung, also Theater sind ganz prominente Orte in einer Stadtgesellschaft, und wir können die Leute davon überzeugen, sinnvolle Dinge zu tun. Und wir können mit einem guten Beispiel vorangehen, und wir haben in einem Theater die Möglichkeit, völlig unterschiedliche Berufe und Interessen zusammenzubringen und die unter der Maßgabe des nachhaltigen Wirkens und Arbeitens unter die Leute zu bringen. Nachhaltigkeit allein hat keine Bedeutung, wenn es nicht in irgendeinem Zusammenhang steht, nämlich mit Arbeiten und Wirken zum Beispiel. Wir wollen nachhaltig ressourcenschonend arbeiten. Wir wollen nachhaltig, energetisch sinnvoll arbeiten. Und ich sage euch eins, das wisst ihr noch gar nicht, die Theater könnten das längst. Das liegt alles seit 25 Jahren in den Schubladen, und jetzt holen wir es raus und machen es. Wir brauchen auch nicht mehr so viel diskutieren. Wir haben ganz, ganz viel diskutiert schon. In Deutschland gibt es eine Kongressforderung nach dem anderen. Ich reg mich da mal so ein bisschen drüber auf und sage, jetzt macht ihr noch einen Kongress, da seid ihr euch alle einig, sitzt euch, liegt euch in den Armen, dann geht ihr nach Hause und es passiert nichts. Ich will, dass was passiert. Und ich glaube, die Theaterleute, und zwar völlig wurscht, aus welchem Bereich die gerade kommen, ob das Kunst und Technik ist, die können das, die gehen immer ganz kreativ mit einer Situation und mit einem Lösungsansatz um. Wir würden niemals zu einer Premiere kommen, wenn das nicht so wäre. Wir arbeiten zielorientiert. Und wir müssen rauskommen aus der Suppe, dass wir nicht zielorientiert arbeiten, sondern nur erstmal ein bisschen drüber reden. Das Green Book ist das genaue Gegenteil. Das Green...
Mache ich. Ich bin zu laut, oder? Aber mein Bart raschelt. Ist jetzt besser? Sagt mir das doch. Ich will ja nicht, dass der Bart raschelt. Das kommt jetzt auch auf die Aufnahme, das ist ja ganz schlecht. Das Green Book ist genau das Gegenteil. Ich habe das vor einiger Zeit in die Hände bekommen, oder es ging schon von Hand zu Hand, immer wenn ich irgendwo in Deutschland unterwegs war, sagte einer, oh, da gibt es bei den, die britischen Kolleginnen und Kollegen haben das Green Book erstellt und da müsst ihr mal reingucken. Und dann habe ich mir das Green Book genommen, hier vorne mit meinem Kollegen Hajo Rau, dann haben wir das gelesen und haben gesagt, damit können wir überhaupt nicht anfangen. Das ist total gut, da steht voller hehrer Ziele, das ist super. Wir haben auch schnell Kontakt aufgenommen zu den Kolleginnen und Kollegen, die waren auch hellauf begeistert. Unser Tenor war aber von Anfang an zu sagen, wir müssen das umstellen für den deutschen Markt. Wir müssen im deutschsprachigen Raum ist ein ganz anderes Theatersystem etabliert. Wir haben ganz viele Werkstätten, wir haben ganz starke arrivierte Systeme, in denen wir Theater machen und Theater herstellen. Und darauf müssen wir es anpassen, sonst können die Leute damit nicht anfangen. Nur das Ding hier hochzuhalten und sagen, wir haben jetzt hier so ein Green Book, ist aber schön. Das hilft uns gar nichts. Dann haben wir das zusammen mit Paddy Dillon und den Kolleginnen und Kollegen in Großbritannien mal gesagt, naja, wir müssen jetzt da mal ran und fangen mal von vorne an. Dann haben wir eine durchgehende Übersetzung gemacht. Dann haben wir gesagt, jetzt schreiben wir es mal neu. Und am Schluss haben wir es ganz neu geschrieben, von vorne bis hinten. Also das ist alles, der Tenor ist der gleiche, die Philosophie ist auch die gleiche geblieben. Aber wir haben es in ganz vielen Punkten an das System, an das Repertoire-Theater angepasst und an einige Regelungen. Wir haben zusätzlichen Toolkit eingesetzt. Ich muss mal weitergehen, ich rede schon wieder was ganz anderes. Wir haben zusätzlichen Toolkit drin, das heißt, es ist eine Werkzeugbox und ein Forum. Ein Austauschforum, das gibt es in Großbritannien nicht. Das heißt, man kann in dem Forum sich über das Erreichte austauschen. Für mich war so ein bisschen die Philosophie, oder für uns war die Philosophie sehr interessant. Was ist denn so ein Theater? Was ist denn das für ein Ort? Was wollen wir denn da haben? Wir sind moderne, nachhaltige Kommunikationsorte. Arbeitsplätze lesen könnt ihr selbst. In einer aktiven Stadtgesellschaft. Das ist ein prominenter Ort. Jetzt kennt jeder von euch Theater, es gibt wunderschöne Theater- und Kulturbauten, wo man reingeht und denkt, oh super, ist ja klasse, das ist ja wirklich was Vorzeigbares. Und dann kennt auch jeder so das Theater, was irgendwo im ländlichen Raum ist, wo das so ein bisschen seit 25 Jahren, das wird so mit durchgeschleppt von der Politik und die sagen, naja, findet zweimal im Monat was statt. Das, ob da jetzt was, da ist es kein Ort der aktiven Stadtgesellschaft. Den können wir aber auch dazu machen. Eigentlich wäre es total sinnvoll, sich so ein kommunikativen Ort in einer Stadt zu suchen und der kann eben ganz viele Dinge. Der ist eben nicht nur für die Vorstellung da, sondern der ist auch dafür da, darüber zu reden, was wir da machen können. Und der ist beispielgebend dafür, wie man nachhaltig arbeitet. Das ist das, was die Kulturorte können. Die können nachhaltig, die Nachhaltigkeit im Wirken und Arbeiten vorleben. Und da ist auch der Punkt, wo wir wirklich was verändern können. Weil alles andere, was wir so machen, da komme ich gleich noch dazu, wird nicht so sein. Das wird nicht so, also das, was der Pick, der da oben übrig bleibt, wenn wir, ich war vor kurzem in einer sehr interessanten Konferenz mit Leuten, die energetische, im ganz, ganz großen Stil energetische Beratung machen. Und dann habe ich gesagt, wir machen das Green Book fürs Theater und wir wollen also diese, wir wollen die Häuser so aufstellen, dass die nachhaltig arbeiten können. Und dann hat er gesagt, da habe ich, das war am Anfang, das ist so ein, im Green Book steht drin, 80 Tonnen CO2 kann ein Theater einsparen, wenn es gut arbeitet. Ich habe, um hierher zu kommen, 610 Kilogramm, also fast eine Tonne verbraucht. Nur um aus Norddeutschland hier erst mit dem Auto zum Flughafen. Zug fährt nicht in Norddeutschland gerade wegen Unfällen. So, und dann bin ich hierher geflogen. Mit dem Zug hätte ich 22 Stunden gebraucht, eine Strecke, also bin ich geflogen. 610, viel. 80 Tonnen, das ein CO2 im Jahr einsparen kann, ein Theater, finde ich wenig. Fand ich vergleichsweise wenig. Also das ist jetzt nicht so, das ist dann, dass man da die großen, dass man da die ganz großen Schritte gehen kann, weil der Mann, mit dem ich da gesprochen habe, der sagte dann zu mir, naja, wenn ihr in den Theatern 80 Kilogramm pro Theater einsparen könnt und ihr habt so 8000, ihr habt so 1000 Theater, dann kommt ihr so auf 80.000 Tonnen CO2. Das ist ja fast so viel, wie bei uns hier diese ganzen Hähnchenmästereien im Kreis Kloppenburg so pro Woche verbrauchen. Der habe ich gedacht, das ist aber ernüchternd. Da möchte ich jetzt ja gar nicht drüber reden. Nee, wir müssen das auch anders machen. Die Idee dahinter ist eine andere, nämlich nachhaltig. Wir reden ganz viel über ökologische Nachhaltigkeit. Es geht immer darum, wie können wir irgendwas bauen, dass mal der CO2-Fußabdruck klein wird. Aber wir müssen uns mit den, sowohl mit der ökonomischen als auch mit der sozialen Nachhaltigkeit ganz intensiv auseinandersetzen. Es geht darum, die Menschen mitzunehmen und eine Idee zu entwickeln. Die Idee zu entwickeln bedeutet immer, dass man die Leute in ihren einzelnen Arbeitsbereichen begleitet und vor allen Dingen in unterschiedlichen Etappen darauf hinweisen kann, was sie gut machen und wo sie sich verbessern können. Es geht um eine positiv konditionierte Idee,
die wir im Kulturbereich eigentlich sehr gut anwenden können oder könnten. Wir müssen es nur machen. Wir müssen die Leute darauf aufmerksam machen. Ich war vor kurzem in der Oper Leipzig, bin mit dem neuen Intendanten, mit Tobias Wolf, durch alle Häuser und durch alle Abteilungen des Gebäudes gegangen und wir haben uns alles angeguckt und er hat sehr hehre Ziele, der möchte gerne die Oper Leipzig am besten regenerativ aufstellen, dass die also wirklich CO2-neutral Oper spielen können und hatte dann auch eine ganze Reihe von interessanten Ideen. Dann sind wir durch die Werkstätten gegangen und haben uns angeguckt, wie die arbeiten. Und es war hochinteressant. Also die Oper Leipzig ist eines der am besten aufgestelltesten Häuser, die ich glaube in puncto Nachhaltigkeit kenne. Da erzähle ich euch eine kleine Geschichte. Da waren wir in der Schuhmacherei. Da war ein Schuhmacher, der hatte so kleine Lederflicken. So wirklich so ein ganz kleines Ümmelchen, ja. Die hatte der in so einer kleinen Kiste drin stehen. Und da war ich zusammen mit dem Intendanten gefragt, was machst du denn mit den kleinen Dingern da? Der hat gesagt, das kann ich immer noch mal nehmen, wenn ich einen Knopf unterlegen will. Dem muss ich doch nicht erzählen, wie Nachhaltigkeit geht. Der hat in seinem ganzen Leben noch kein Stück Leder weggeschmissen. Das heißt, der kann mir erzählen, wie es geht. Und ich muss mir diese Leute aus den Abteilungen holen, um in diesem Bereich ein Green Book Team zu organisieren. Es geht um Selbstermächtigung. Ich brauche die guten Leute, die sind alle schon da, die brauche ich mir nicht von außen holen. Die sitzen da in den einzelnen Abteilungen und mit denen muss ich ins Gespräch kommen. Dafür ist das Green Book da. Und das in drei unterschiedlichen Bereichen. Soziale Nachhaltigkeit, das bedeutet, die Leute so weit mitzunehmen und mit den Leuten so zu arbeiten und sie weiterzuentwickeln, außerhalb linearer Lebenswege, die gibt es nämlich nicht mehr. Es gibt nämlich keinen, der so einen Beruf lernt und dann ist er in dem Beruf und dann bleibt er sein ganzes Leben im Beruf, so wie das mein Großvater noch gemacht hat. Heute schwenkt man so ein bisschen um die Lebenswege. Wer arbeitet denn hier in seinem erlernten Beruf von uns? Macht mal die Hand hoch. Keiner. Das kann nicht sein. Wenigstens einer. Aber es ist so, ihr seht es eigentlich, es ist wirklich so, dass es ganz selten ist. Das heißt, wir müssen die Aspekte der sozialen Nachhaltigkeit natürlich bedenken, zusätzlich zu den ökonomischen und den ökologischen. Denn die ökonomische Nachhaltigkeit ist ebenfalls wichtig, weil wir müssen diese Arbeitsplätze erhalten. Wenn sich das unterm Strich nicht rechnet, dann brauchen wir damit gar nicht anfangen. Da kommt sofort einer um die Ecke in Kamera und sagt, so könnt ihr nicht mehr weitermachen. Wir müssen aber auch Mindshift Change dahingehend entwickeln, dass wir den Leuten, den Kämmerern und den Städten und der Politik sagen, ihr könnt nicht in der gleichen Art und Weise weitermachen, wie ihr das jetzt macht. In Deutschland sind ganz viele Förderungen öffentlich getragener Theater gekoppelt an mehr Produktionen. Mehr ist nicht nachhaltiger und schon gar nicht qualitativ hoch, da reden wir gar nicht drüber. Wer jedes Jahr zwei Produktionen mehr macht, der hat vor allen Dingen Stress, der hat wenig Zeit, sich um Nachhaltigkeit zu kümmern und er hat auch ganz, ganz wenig Zeit, sich um andere vernünftige Dinge zu kümmern oder auch nur die Probenprozesse anständig abzuschließen. Viele Leute sind unglücklich darüber. Da haben wir schon wirklich viel erreicht in den letzten Monaten und es ist auch so, dass beim Bühnenverein da keiner mehr dagegen spricht. Da ist es vollkommen klar, wir müssen von den Zahlen runter, wenn wir nachhaltiger arbeiten wollen. Denn das, was wir bei Nachhaltigkeit, um das zu erreichen, die Nachhaltigkeit in diesen drei Säulen, brauchen wir vor allen Dingen eins, Zeit. Und wir reden ganz viel über Fachkräftemangel, das kommt da auch rein. Der Fachkräftemangel ist immer so, du hast entweder zu viel Arbeit oder zu wenig Leute. Man kann auch sein, dass du zu viel Arbeit und auch zu wenig Leute hast, das geht noch beides zusammen. Aber eigentlich ist das ist der Weg, den man gehen muss. Besondere Bauten, 50 unterschiedliche Berufe, ich habe es schon gesagt. Wenn du 50 unterschiedliche Berufe hast, von jemandem, der in der Haustechnik arbeitet, eine Sängerin, eine Tänzerin, Intendantin, Geschäftsführer, irgendjemand, der da ist, 50 unterschiedliche Berufe mit völlig unterschiedlichen Begehrlichkeiten. Wenn es in diesem Kulturbau funktioniert, dann funktioniert es woanders auch. Es ist unheimlich schwierig, die Leute unter ein Dach zu bringen. Und die Kultur ist gar nicht so ausgeprägt in den Kulturbetrieben, wie man immer denkt. Wir haben keine besonders hohe Kommunikationskultur, das stelle ich immer wieder fest. Da können wir aber jetzt dran arbeiten. Ist auch Green Books, steht alles da drin. Ich sage euch aber, was am wichtigsten ist, was da drin steht. Die wichtigste Information des Green Books ist, ihr kriegt die Dinge nur geregelt, wenn ihr es gerne macht und wenn ihr Spaß dabei habt. Immer, wo es moralisch konditioniert wird und eine Ideologie dahinter steht, die ihr euch eventuell selbst gebt, wird es schwer. Ihr müsst die Teams bilden in den Häusern und sehen, dass ihr offen und fröhlich dazukommt. Drei Stufen gibt es. Kommt ihr gar nicht. Es gibt so drei Stufen, nämlich die Dinge, die man einfach erreichen kann, die einfach zu erreichen sind. Also das heißt, das, was die Abteilungen an sich oftmals auch aus Betriebsblindheit überhaupt nicht sehen. Da ist es immer ganz gut, sich Leute zu holen, auch aus anderen Abteilungen.
Ich habe das vor kurzem gerade sehr, sehr freudvoll gehabt mit einem Team aus Leuten, wo die in einem Haus sich die Abteilungen gegenseitig vorgestellt haben. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Abteilungen es in den Häusern gibt. Die treffen sich jeden Tag auf dem Gang, weil die wissen nicht genau, was die anderen machen. Das ist ein unheimlich einfacher und interessanter Ansatz. Das ist wie gelacht worden an dem Tag. Aber die Leute haben auch viel gesehen, was die gut machen und wo sie sich verbessern können. Und die haben sich nicht gegenseitig mit dem Finger auf den anderen gezeigt und haben gesagt, du machst was schlecht, sondern sie waren im ersten Schritt daran, etwas zusammen zu entwickeln. Und das in ihrem eigenen Haus. Da braucht keiner von außen kommen. Es kostet auch kein Geld, das gar nicht. Du brauchst nur ein bisschen Zeit, um das zu machen. Das sind immer wirklich sehr, sehr gute Ansätze, die man da finden kann. Und die besten Leute im Team habt ihr schon vor Ort. Nehmt die. Steht da drin. Ist ganz wichtig. Und dann können wir anfangen. Ich mache mal so ein paar Abrisse zum ersten Buch. In den einzelnen Büchern geht es zum Beispiel um Dekorationsbau im Buch 1. Dekobau, Werkstätten, Fundus. Da haben wir zum Beispiel, als wir das gesehen haben mit den britischen Kolleginnen und Kollegen, da wird ganz viel neu gebaut. Die bauen für eine bestimmte Zeit und dann wird das abgerissen oder die mieten sich ein Haus an. Das ist in den Niederlanden ähnlich, da mieten die sich ein Haus an, dann bauen die was rein und nach einem halben Jahr ist die Produktion abgespielt, die spielt dort en suite durch und dann wird es abgerissen und verschrottet. So haben die auch ihr Green Book so ein bisschen angelegt. Wir haben das ganz anders angelegt, denn wir sind erstmal davon ausgegangen, dass wir in den Theatern viel stärker wiederverwendbare Materialien verwenden müssen. Also ich habe, als ich mal im Schauspiel Frankfurt, Leiter der Bühnentechnik, da haben wir 1996 angefangen, modulare Bauweisen zu etablieren. Das heißt, dass die Aluminiumzarge, die klassische, die man jetzt hier draußen auf der Messe findet, die haben wir 1996, haben wir die angefangen einzubauen und seitdem wird mit diesen Materialien gebaut. Die sind viel leichter, die sind schneller zu bauen und dann haben wir nur noch den Pick gebaut, das, was am Schluss übrig bleibt an Dekoration. Das machen 80% aller Theater in Deutschland so. Das heißt, die arbeiten grundsätzlich erstmal so, dass die sagen, wir haben jetzt erstmal einen Grundstock aus modularen Bauweisen und danach orientieren wir uns, dann kriegen wir es auch schnell abgeräumt. Das geht auch gut, ist gut integrierbar in die Arbeitsläufe, es muss auch passen. Das heißt, die Säulen der Nachhaltigkeit, die sind immer überschneiden, das sind Riesenkreise, die immer überschneiden. Ökonomisch, sozial und ökologisch passt zusammen, das sind die Schnittmengen immer ganz groß. Und wenn man will, dass die Leute weniger arbeiten, weniger anstrengend arbeiten, dass sie gesund bleiben, dann muss man auf einfachere, leichtere Materialien umsteigen. Da geht es auch weiter mit Automation. Hier da draußen der Bühnenwagen, den habe ich gerade schon in der Hand gehabt, da draußen, der steht da rum. Hier, man kann sich das jetzt hier alles gut angucken. Wenn wir jetzt davon ausgehen, was wir an nachhaltig zu verwendenden Produktionsmaterialien für den Dekorationsbau hat und haben kann, da kann man einmal hier drauf sein, über die Messe gehen und da sieht man das, da findet man schon ganz viel. Und es ist nicht erst, dass das seit 2 oder 3 Jahren so ist. Sondern das gibt es schon seit 15, 16 Jahren und ist immer weiter arriviert und immer besser ausgebaut. Finde ich sehr gut. Guckt euch das mal an hier draußen. Dafür ist so eine Messe da, um das auch mal wieder zu machen. Und dann lohnt es sich auch, so einen verhältnismäßig großen CO2-Fußabdruck zu machen, um hierher zu kommen. Weil man hat hier einmal alles auf einem Blick. Man ist geladen, man kann sich sowohl die Vorträge anhören, als auch mit den Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch kommen. Ja, und jetzt muss man dagegen aufwehren. Dann sind 610 Kilogramm CO2, die ich verbraucht habe, um mir diese Informationen hier alle am Stück ganz schnell zu holen, natürlich eigentlich gut angelegt. Und vielleicht können wir es dann auch so machen, dass wir es im Verlauf dessen, worüber wir reden oder was wir anders machen wollen, dann wieder kompensieren können, weil wir einfach besser informiert sind. Das ist eine Grundsituation der besseren Information, gehört natürlich dazu. Diese Dekorationsmaterialien, die habt ihr alle schon gesehen, wahrscheinlich die meisten, die da sind. Es gibt auch hier, das ist Grünsein, im Trendsein, dabei sein. Das sind Bücher, die es im DTAG-Büchermarkt schon seit vielen Jahren gibt, die auch immer wieder gleichmäßig weggehen. Die werden immer wieder verändert und angepasst. Im Green Book sind die meisten dieser Dinge auch nochmal verlinkt oder man kommt dazu. Wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten, die über das Bundesumweltamt und Einzelbereichen in großen öffentlichen Organisationen zur Verfügung gestellt werden, also die auch Open Source sind. Die haben wir mit integriert in diese Toolkits, dass man da schnell darauf zugreifen kann, wenn man am Theater eine Frage hat. Wir stehen auch im Forum immer für Fragen zur Verfügung. Eine der Fragen, komme ich immer, wenn ich in die politischen Diskussionen gehe, ist LED-Technik. Das ist der erste Aufschrei, ist immer LED-Technik. Der Christian Allerbauer hält leider parallel dazu jetzt gerade einen Vortrag, der sehr interessant wäre, weil LED-Technik ist total super. Das ist das Mittel der Wahl, um Energie zu sparen, aber nicht, wenn man sich für 100 Euro RGBW-Paar kauft, der 6 Monate hält und dann in die Tonne fliegt. Dann ist das überhaupt nicht. Ein RGBW, so dieser Größenordnung, zwischen bis 200 Euro, verbraucht das 30-fache an Energie in der Herstellung, was ein Halogenscheinwerfer braucht und hat nicht mal ein Zehntel des Lebenszyklus. Das ist nicht nachhaltig.
nachhaltig ist, wenn man auf diesen, in diesen Bereichen umstellt und genau abwägt, welche Qualitäten will ich dort haben. Nachhaltigkeit und LED hat miteinander nur dann was zu tun, wenn man eine Qualität dort ansetzt, die eine deutlich längere Lebensdauer hat und die alle die Lebenszyklen und die Arbeitszyklen, die wir vorhaben in einem Theater, mitträgt. Das heißt, da fangen wir bei ganz anderen Summen an. Diese pauschale Rede von wir schaffen das jetzt und rüsten alles auf LED um, würde ich jetzt auf jedem Arbeitsbereich in jeder Hinterbühne sehen, aber nicht im gestalterischen Licht. Da sehe ich das überhaupt nicht so. Die Schaltzyklen halten nicht durch, die Nennleistung ist manchmal nicht da und die Herstellungsenergie ist riesig, vor allen Dingen bei den kleinen Pötten. Wir haben über Neustart Kultur, das ist eine Fördermaßnahme, die die DTHG macht in Deutschland zusammen mit der BKM, der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, 110 Millionen Euro verteilt für pandemiebedingte Investitionen. Da waren zum Beispiel auch viele Leute, die eine Outdoor-Bühne hatten. Da haben wir immer sehr darauf geachtet, 90% der Leute hätten das billigste Zeug bestellt. Und es ist nicht nur so, dass die in den Theatern dann auch nicht nachhaltig arbeiten, sie haben auch nicht lange was davon. Sie können damit nicht lange arbeiten. Sie kriegen dieses Geld vom Staat, um wirklich wieder anfangen können, nach Corona zu arbeiten, und dann geben sie es für was Billiges aus, was ihnen das nur ein halbes Jahr sichert. Das kann nicht der Weg sein. Da sind Verbände und Organisationen gefragt, da sind genau die Leute gefragt, die Ahnung haben, um das den Leuten zu vermitteln, die in den Häusern sind. Es kann nicht in jedem kleinen Theater jemand sitzen, der das weiß. Wir müssen das machen. Und je mehr Leute da unterwegs sind, die in das Green Book reingucken und die sich damit auseinandersetzen, oder je mehr wir das arrivieren auch als ein ganz klares Werkzeug für praxisorientiertes Arbeiten, desto sinnvoller ist es. Halogentechnik und Wärmerückgewinnung, ihr seht das hier auf dem Bild, was da ist. Das ist ein Theater, das ist das Schlosstheater in Celle, da habe ich mal gearbeitet, habe diese Sanierung gemacht, da war das noch nicht so aktuell, das ist, vor 10 Jahren ist das abgeschlossen worden. Da ist da oben der Dachraum, der ist voll isoliert worden und diese Klappen gehen auf, das sind jetzt nur ein paar Probescheinwerfer, die da drin stehen. Abends geht die Klappe auf, wenn die Vorstellung losgeht. Das sind alles Halogene. Wir haben zu dem damaligen Zeitpunkt die Wärmerückgewinnung in einen abgekoppelten Raum gehabt. Eine Wärmerückgewinnung ist eigentlich immer wenig. Also zwischen 20% und 60% kann man an Wärme zurückholen. Wir holen hier etwa 80% der Wärme zurück. Wenn wir diese Halogenlampen, die natürlich auch eine bestimmte Kraft haben und eine Energie, in einen solchen Kreislauf bringen, dann ist das ein nachhaltig arbeitendes Gerät. Die arbeiten sehr wirkungsvoll. Und wir müssen diese Dinge gegeneinander abwägen. Das heißt, es ist eine genaue Planung notwendig. Und wir müssen uns genau die Geräte angucken. Es gibt nicht pauschal die Lösung, sondern wir brauchen für diese individuellen Theaterbauten, weiß jeder, wenn es darum geht, um eine Theatersanierung, weiß jeder, das ist ein individueller Bau, das müssen wir ganz speziell machen. Aber in diesem Fall sagen wir, da nehmen wir jetzt mal LED und dann bauen wir das gleich an. Nee, würde ich nicht so sagen. Ich würde sagen, denkt differenziert, auch darüber spricht das Green Book, es soll euch ein bisschen anleiten zu sagen, es geht immer um Selbstermächtigung und eine eigene Entscheidung zu treffen. Und nicht, dass jemand von außen kommt, der sagt, ich nehme euch mal die Entscheidung ab. Das ist meistens falsch. Die Theaterleute wissen es in vielen Fällen besser. Die Politik hört es nicht immer, auch die Lokal- und Kommunalpolitik hört es nicht immer. Je besser ist es, je mehr das Theater aber zusammensteht, desto einfacher funktioniert es. Das beste Zeugnis für Nachhaltigkeit ist ein gut gepflegter Fundus. Ist so, kannst du reingehen in so ein Theater und siehst das. Ich habe von der Oper Leipzig erzählt, ich war da im Fundus, riesen Fundus. Ich habe gesagt, das Einzige, was hier noch fehlt, ist so eine Computersteuerung, so ein bisschen mit Scannen, dass ihr seht, welche Kostüme wo sind. Wenn man das rausnimmt, super ordentlich, siehst du sofort, wenn so ein Fundus so toll gepflegt ist. Das heißt, dann gibt es einen Fundusverwalter, der greift dann irgendwo rein und hat den passenden Anzug für einen Sänger oder einen Choristen oder was weiß ich. Da war auch jemand, der war so ein bisschen älter als ich, und sagte, ja, das ist der Fundus und ich weiß genau, wo alles hängt. Ich glaube ich Ihnen sofort, ich sage Anzug, Größe 54, schwarzer Kragen, da greift er einmal rein, hat er den. Sage, das ist nur schlecht, wenn Sie mal nicht mehr da sind. Für diesen Zeitpunkt müssen wir es ein bisschen digitalisieren, aber der hatte seinen Fundus im Griff und da geht Arbeiten schnell. Das ist schnell, das ist unkompliziert, die Sachen sind sauber, die sind greifbar und alles das sind natürlich nachhaltige Strukturen, die gut funktionieren. Tschuck, was haben wir da? Maschinentechnik oder Handkonterzüge ist auch so eine Frage, hatte ich heute auch hier schon auf der Messe das Gespräch. Ja, wir müssen natürlich automatisieren und wir kommen da auch gar nicht wieder von runter. Wir haben immer weniger Leute auf den Bühnen, wir haben immer weniger Fachhandwerker und Handwerkerinnen, die passen, die finden wir auch gar nicht mehr, das ist ganz, ganz kompliziert. Das bedeutet im Gegenzug, wir müssen es automatisieren, aber wir müssen die Automatisierung und diese Energieverbräuche, die wir haben, so weit reduzieren und so sinnvoll anwenden, dass wir damit sparen können. Ich rede schon zu schnell und zu viel. Ich muss das ein bisschen genauer machen, ja, sonst kommen wir nicht durch. Deshalb kommen wir ganz viel auf das Gebäude auch.
Ja, das ist Einstein, den Satz kennt ihr alle. Ne? Probleme kann man nicht mit derselben Denkweise lösen, das machen wir aber ganz viel. Also auch die politischen Ansätze sind, ich werde ganz viel so eingeladen, auch in irgendwelche kommunalen Diskussionen. Da redet dann immer der Bürgermeister und der Stadtkämmerer, die sagen, das Theater ist zu teuer und wenn wir das jetzt sanieren, wenn wir das so grundlegend sanieren und jetzt sollen wir es auch noch nachhaltig machen, das ist doch alles nicht mehr zu bezahlen. Da sage ich den Leuten immer, sag mal, Sie wohnen doch in der Stadt, ich wohne doch hier gar nicht. Ihre Frau, Kinder, Freunde, alle gehen in dieses Theater. Sie müssen doch für Ihr Theater streiten und nicht ich. Ich muss doch nicht von irgendwo herkommen und Ihnen das erzählen. Das ist doch der Ort der Prominenten, der prominente Ort in der Stadtgesellschaft, für den Sie kämpfen und streiten müssen. Warum machen Sie denn das nicht? Vor 100 Jahren sind in Deutschland über 100 Theater gebaut worden. In diesen Theatern sind die neuesten Technologien verbaut worden. Da sind Dampfheizungen getestet worden. Theater waren in Berlin die ersten elektrifizierten Gebäude, und zwar 15 Jahre, bevor Straßenbahnen elektrisch gefahren sind. Man hatte den Mut, experimentell zu denken und zu arbeiten, und man hatte den Mut, etwas einzubauen oder an etwas zu forschen und zu entwickeln, ohne dass man eine 100%-Lösung hat. Wir haben dieses evolutionäre Denken, das ist mein Gefühl, total verlernt. Wir wollen immer eine 100%-Lösung. Jetzt brauchen wir eine Lösung, die packen wir eins zu eins da rein und dann sind wir auf der sicheren Seite. Wir lassen uns nicht mehr, nehmen uns nicht mehr die Zeit, etwas zu entwickeln. Erwin Piscator hat den Profilscheinwerfer zu der Zeit entwickelt in Berlin. Das war ein Regisseur. Hier ist einer der bekanntesten Regisseure, die mit Technik zu tun haben, und Intendanten ist Kai Voges vom Volkstheater in Wien, der diese Affinität gleichermaßen hat und von dem ich auch weiß, wie interessiert er an diesen Sachen ist. Mit der künstlerisch-technischen Kreativität, die man da zusammenbringen kann, da kann man wirklich was erzeugen, da kann man auch die Häuser verändern. Da kann man diese Transformation, von der immer so viel gesprochen wird, da können wir die einlenken. Haustechniker hat ein Riesenpotenzial. Also wir reden ganz viel über Dekorationsbau, wir reden viel über Beleuchtung, aber eigentlich sind die ganzen versteckten Sachen, die, von denen wir nichts merken, die ruhig im Hintergrund laufen sollen und von denen wir gar nichts mitbekommen sollen, Lüftungstechnik, Heizung, alles das, was im Hintergrund, Wasseraufbereitung, alles das, was es so gibt, das sind die Energieverbraucher. Das sind die, an denen wir spielen müssen. 85% haben wir eine Studie gemacht, wir machen ja so eine Lüftungsstudie, also das heißt, wir testen in Deutschland alle, die Deutsche Theatertechnische Gesellschaft testet alle Theater in Deutschland auf deren Lüftungsqualität und die Anlagenkompatibilität, Erneuerungsmöglichkeiten etc. Könnt ihr euch bei uns auf der Homepage angucken oder da hinten liegen die Prospekte, wer da Interesse dran hat. Wir haben festgestellt, dass 85% aller dieser Anlagen in Deutschland älter sind, in Nordrhein-Westfalen ist das hier gewesen, als 25 Jahre. 25 Jahre ist der Abschreibungszeitraum. 25 Jahre ist wie ein Dieseltaxi mit 1 Million Kilometer. Das braucht 15 Liter. Und so ist das mit jeder Anlage, die wir haben. Das heißt, wenn wir diese Anlagen, in dem Moment, wo wir ein Theater abschließen und die Sanierung ist fertig, müssen wir eigentlich mit den Neuplanungen beginnen, müssen sagen, jetzt fangen wir an, das sinnvoll einzuplanen. Und dann können wir nachhaltig werden. Wir haben jetzt im Zuge dieser Energieeinsparmaßnahmen in Deutschland eine Energie-AG gegründet. Das ist alles auch, ich erzähle es schon, weil es wirklich alles auch im Zusammenhang mit dem Green Book steht. Und haben für alle teilnehmenden Theater, die wir in so einer Runde der Energie-AG hatten, 20% der Energie eingespart, und zwar nur über organisatorische Maßnahmen. Ganz einfach, ohne große Probleme. Weil wir ganz viele versucht haben, versteckte Energiefresser zu ermitteln. Und es auch jedes Haus hatte sowas. Das Haus, was am schlimmsten war, hatte 50% haben wir Energie eingespart. Wer 50% Energie einsparen kann, hat vorher 50% zum Fenster rausgeschmissen. Da lief die Anlage durchgehend, sommers wie winters, Tag und Nacht. Unabhängig von der Außentemperatur. Da waren die Heizkessel immer heiß. Das gibt es ganz, ganz viel. Da testet Kinder. Darüber reden wir nicht. Wir brauchen nicht über Dekorationsbau reden, wenn im Hintergrund die Heizung läuft bei 35 Grad Außentemperatur. Sondern wir müssen uns darauf konzentrieren, realistische Maßnahmen ins Auge zu fassen und bei denen auch was zu bewegen. Im Green Book gibt es da sehr schöne Darstellungen von. Und auch das, alles das, was dieses Gebäude kann, was dieses Gebäude spielerisch kann, finde ich vor allen Dingen so schön und interessant, damit umzugehen. Das ist auch wirklich ein Riesenfund des Ingenieurswesens, zu sagen einfach, wie kriegen wir denn Gebäude und Architektur so aufgestellt, dass wir nicht nur energetisch sinnvoll und nachhaltig, sondern regenerativ arbeiten. Wir könnten das. Wir können Häuser so aufstellen, dass die nicht nur CO2-neutral sind, sondern dass die Energie abgeben können. Ich wohne in Niedersachsen. Unterhalb von Niedersachsen ist das größte geothermische Feld Europas. Da bohrst du 100 Meter in die Tiefe und da kommt
hast du eine bestimmte Wärme, die du abzapfen kannst, im günstigsten Fall. Das passiert nicht überall, das gibt es in Niedersachsen nicht. Gibt es nicht eine Bohrung. Da gab es ein Institut für Geothermie, das ist vor 10 Jahren geschlossen worden. Da waren ganz, ganz viele Leute unterwegs, denen das nicht gepasst hat. Dann verkaufst du ja kein Gas mehr und keinen Strom, den du irgendwo herstellen musst, wenn du da unten ein Loch reinbohrst und baust dein Blockheizkraftwerk hin und versorgst 5000 Haushalte. Und das kostet gar nichts, läuft 120 Jahre ohne irgendwas. Machen wir nicht. Müssen wir aber machen. Und diesen Antrieb zu haben, das sind immer die Theater, die prädestinierten Gebäude in diesen Bereichen. Denn so sehen die echt aus. Wenn du dann reingehst, also wir haben so diese Diskrepanz, so diese Theater, die mit ihren Herren ziehen, und das ist der Keller. Hier ist es auch schön. Also bei dem hier ist es vor allen Dingen besonders gut, der erzeugt auch viel Wärme. Der Widerstand ist so hoch, ist schön warm in dem Raum da. Das heißt, da arbeiten ganz, ganz viele Leute, die auch den Antrieb haben, gutes Theater zu machen. Und das, was da jetzt entstanden ist, da habe ich immer viel Mitleid. Da denke ich immer, die sind so bemüht, dass hier irgendwie noch abends den Vorhang aufgehen zu lassen und eine Vorstellung zu machen. Und dann stellen die alles dahin und man lässt die nicht arbeiten. Soziale Nachhaltigkeit durchgefallen. Total, voll. Kämmerer, Bürgermeister, Intendanz, Geschäftsführung, Technische Direktion eventuell auch noch. Die haben 10-mal aufgeschrien und gerufen, ist nichts passiert. Und dann haben sie sich selber was einfallen lassen. Das heißt, wir müssen die Realitäten akzeptieren und dann müssen wir sagen, wir müssen in Zyklen kommen. Wir kommen nicht in Zyklen rein, ganz selten, oder in den Theatern, wo man wirklich langfristige Vorplanungen hat für die nächste Sanierung. Da müssen wir hinkommen. Unbedingt. Und dann kann man viele gute Sachen machen. Ich habe da hier mal so ein paar Beispiele aufgeschrieben. Also das ist jetzt hier ein Haus, energetisch, also mit null Energie Aufnahme noch zu haben von außen, gibt es für Eigenheime total gut. Könnte man sich einfach so anschauen. Gibt es für viele öffentliche Gebäude, ist das nicht zugelassen. Warum nicht eigentlich? Im Friedrichstadtpalast in Berlin sollte eine Brennstoffzelle oben aufs Dach. Die hatten Photovoltaik da oben, die haben Energieerzeugung, wollten ihre Heizkreisläufe, Lüftungskreisläufe so ein bisschen runtersetzen. Wäre super gewesen. Die hätten grünen Wasserstoff erzeugt, alles in so einem geschlossenen System, wie das hier ist auch. Und dann hätten die im Zweifel, wenn die es brauchen, verbraucht eine Brennstoffzelle, liefert die Energie zu. Kann man alles machen. Ist letztendlich nicht gebaut worden. Ist gescheitert an den Kosten. Und wir reden bei diesen ganzen Positionen an Kosten immer von 10%. Also wenn es eigentlich 200.000 kostet, kostet es 220.000. Das sind keine Sprünge, wenn man am Schluss so viel Energie spart. Deshalb haben wir natürlich auch zeitgleich einen enormen Motor gerade an dieser Stelle. Wir haben einen enormen Motor, nämlich die Energieverluste, die wir haben. Und diese Energiepreise, die wir haben, sind ein enormer Motor, dass wir hier einfach einen Schritt nach vorne gehen. Brauchwasserbecken. Löschwasserbecken anlegen, Energiespeichern. Hatten wir schon vor 10 Jahren, hatte ich mal so ein Projekt, da haben wir gesagt, wir müssen die Löschanlage reduzieren, also 40 Kubikmeter Wasser. Die Löschanlage sollte reduziert werden über eine Sprühflut-Nebel-Löschanlage, die nur 10% des Wassers braucht, wenn sie löscht. Hätten wir 36 Kubikmeter Wasser übrig gehabt, dann haben wir gesagt, unter dem Theater war ein riesen Löschwasserbecken. Ich habe gesagt, wir nehmen es als Wasserspeicher. Und da ging es eigentlich nur darum, die Heizung zu betreiben. Das ist ein Wasserspeicher, das geht über Solar, wird das aufgeheizt, das Wasser, das wird auf eine Temperatur von 60 Grad erreicht, das über den ganzen Sommerzyklus, da kannst du den September und Oktober mitheizen. Mehr war da gar nicht drin, mehr war auch gar nicht gedacht. Und im umgekehrten Fall, wenn das Wasser wieder abkühlt, ist unterhalb im Erdreich, das hat eine Temperatur zwischen 4 und 6 Grad da unten, dann nehmen wir es für die Klimaanlage, da brauchen wir überhaupt nicht zukühlen. Für die Klimaanlage hätte das über den ganzen Sommer gereicht. Nur die Differenz, die wir hatten über das Wasser, baut man nicht. Bauen wir lieber so eine ein, die das hinten elektrisch kühlt. Da müssen wir einfach in dieses innovative Ingenieurswesen, was es eigentlich schon gibt, Brauchwasserbecken, das wusste ich auch nicht. Da musste ich auch, bin ich vor kurzem, es gibt so einige Bundesländer, ich sage gar nicht, welches das war, in einem Bundesland ist es verboten, Brauchwasserbecken anzulegen und die dann für ein Gebäude für die Toilettenspülung zu nutzen, wegen der Trinkwasserkeime. Also bei mir hat noch niemand an der Tür geklingelt und hat gesagt, kann ich mir mal in Ihrem Lokusbecken eine Tasse Wasser holen? Also das ist, da weiß ich auch gar nicht, wie man damit umgehen soll. Das ist doch völlig an den Realitäten vorbei. Schaltet da keiner mal seinen Verstand ein und sagt, naja, Brauchwasser, okay, für die Klospülung ist okay, machen wir. Wir können ganz viel machen. Aber wir gucken mal von oben auf so eine Stadt drauf. Habe ich das jetzt hier schon? Ja.
guckt mal von oben auf so eine Stadt drauf. Du kannst Google Maps anmachen, guckst auf so eine Stadt, hast nur Flachdächer, ganz, ganz viele Flachdächer, die sieht man ganz gut. Das ist hier das hier unten, das ich so grün angemalt habe. Das sind über 2000 Quadratmeter am Theater in Osnabrück. Hier ist das Bauwerk, das ist ein altes Bauwerk aus dem Jahr 1910 oder 1908 bis 10 ist das gebaut worden. Und das ist eine zusätzlich gebaute Fläche. Das Theater ist immer vergrößert worden in der Innenstadt. Der Platzbedarf ist größer, wird auch jedes Mal größer. Jedes Mal, wenn man daran was macht, das könnte man sowohl begrünen, das kann man auch mit Photovoltaik belegen. Und wenn man 2500 Quadratmeter hat, dann ist man auf jeden Fall CO2-neutral. Also so viel Energie verbrauchen die nicht. Das kriegt man ganz locker hin. Denken wir gar nicht drüber nach. Da kommt als erstes die Denkmalpflege und sagt, kein Mensch guckt da oben drauf. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, an die wir da ran müssen und wo wir eigentlich so auch die Menschen weiter mitentwickeln müssen. Ich bin auch sehr dafür, für diese Formen der Dachbegrünung, und ich liebe das hier oben, weil ich das liebe und getestet habe, das ist meine Garage. Ich habe einfach mal probiert, wie es geht und was ich brauche, um das zu machen. Das hat total einfach funktioniert, es waren 600 Euro, da war das fertig. Und ich habe oben aus meinem Fenster immer auf so ein altes Dachpappedach geguckt, was ich unheimlich langweilig fand. Und jetzt gucke ich auf was Grünes. Oder jetzt bin ich da weggezogen. Ich guckte dann bis dahin auf was Grünes. Es ist ziemlich einfach, das mal zu testen und zu spielen. Da an diese Holzplanke, die ihr da in der Mitte seht, da steht unten drunter ein 2000-Liter-Behältnis, da läuft das Regenwasser ab. Und wenn diese 2000 Liter voll sind, dann läuft es hinten raus in den Garten. Ich habe das Wasser für den Garten immer da gehabt, komplett. Einfach so. Wir sagen mal, wir haben kein Trinkwasser und der Rhein ist so leer. Wir sammeln aber gar kein Wasser. Sondern das fließt alles in die Kanalisation. Und dann ist der Rhein für 3 Tage richtig voller Wasser und dann ist der wieder weg. Und dann sagen wir an nächster Stelle, wir haben ein unheimliches Wasserproblem auf dem Planeten. Ja, wir haben ein Süßwasserproblem auf dem Planeten, wir haben kein Wasserproblem. Guck mal von oben runter. Es gibt unheimlich interessante Maßgaben zur Trinkwasser, zur Entsalzung, die auch völlig ökologisch einwandfrei laufen. Und da sind ausgerechnet die Länder, über die wir immer so böse sprechen, gerade Katar und so, die sind ganz weit vorne, was diese Dinge angeht. Israel ist auch unheimlich maßgebend bei der Trinkwassergewinnung. Finde ich ganz großartig, wie die das machen. Da gibt es unfassbar sensationell gute Systeme, die ganze Bereiche auch begrünen. Das läuft nebenher. Die Wassererzeugung, die Trinkwassererzeugung läuft nebenher über Solartechnik oder große Kuppelbauten, die das kondensieren. Das erzählt jemand nur am Rande, das ist ein extra Vortrag. Theater bauen, das da drüben ist Holz. Man kann mit Beton bauen, man kann mit unterschiedlichen Maßgaben bauen. Der CO2-Fußabdruck, der entsteht, wenn so ein Haus gebaut wird, ist riesig. Und der wird ganz, ganz oft vernachlässigt. Da reden wir nicht so gerne drüber, es macht bis zu 60% aus, je nachdem, wie lange der Lebenszyklus ist und je nachdem, wie weit man baut. Das heißt, da ist man ganz, ganz lange damit beschäftigt, erstmal bis sich das reduziert. Ich musste da an dieser Stelle auch meine eigene Haltung zu Theaterbauten so ein bisschen revidieren, weil ich habe vor 2 Jahren noch heftig dafür gestritten, dass man so ein Haus, was nicht mehr funktioniert, einfach abreißt und stumpf neu baut. Und würde heute sagen, denkt noch mal drüber nach, ob wir es anders machen können. Wir haben aber einen riesen Platzbedarf, wir haben diese 52 unterschiedlichen Berufe und wir haben 8 Berufe schon zugekriegt in den letzten 8 Jahren. Das heißt, wir haben der Raum eines Theaters, was vor 100 Jahren gebaut ist, der reicht schon längst nicht mehr. Dann brauchen wir andere Fluchtwegsbreiten von 1 Meter sind 1,20 geworden. Das heißt, du hast 40% der Wege in einem Theater, also 40% des Platzes in einem Theater sind Wege. Das heißt, du hast ein Fünftel dieser 40% brauchst du schon mehr, nur weil sich die Richtlinien geändert haben dafür. Also der Platzbedarf wird immer größer werden. Wir müssen deshalb anders denken. Wir müssen auch in Quartieren denken. Steht das hier nochmal? Wir müssen nicht nur digitalisiert werden, diese Kulturorte, sondern wir müssen sehen, was können wir in einem alten historischen Gebäude machen. Wo haben wir Werkstättenbereiche, wo haben wir Lagerflächen, Lagerbereiche, mit denen wir arbeiten können? Haben wir da drauf ein Flachdach, können wir da Energie erzeugen? Und wie gehen wir damit um? Nicht jede Maßgabe, die man einleitet, ist auch eine sinnvolle Maßgabe. Vor kurzem war ich in so einem Fundus drin, da hat das Land Sachsen, für alle öffentlichen Gebäude gibt es isolierte Fenster. Die hatten einen Fundus, der Fundus war unbeheizt, da gab es nur so eine kleine Lüftungsanlage, die so ein bisschen die Luft durchgepustet hat. Und alle Möbel waren trocken, alles war edel. Die Stadt hatte jetzt vorgeschlagen, in diesen Bereichen kommen jetzt alles isolierte Fenster rein. Da waren alle Industriefenster, die hatten alle so einen Spalt. In dem Moment, wo diese Fenster, die Isolierfenster, in einem Raum eingebaut werden, wo sich überhaupt außer einer Luftbewegung, einer kleinen Ventilation nichts passt, ist der Fundus hin. Das ist völlig an dem vorbei, was da benötigt wird. Der Fundus ist unbeheizt, die Sachen stehen da, die stehen trocken, die sind frostfrei.
Und mehr ist da nicht drin. Also da braucht man diese Fenster nicht. Ich habe denen gesagt, lasst bloß die Fenster weg, sonst verschimmelt euch hier der ganze Laden. Da wird nicht drüber nachgedacht. Da gibt es auch Förderungen, die einfach an völlig falscher Stelle eingesetzt werden, weil oftmals auch die Eigentümer der Immobilien und der Theaterbereiche gar nicht, die nehmen die Förderung mit, die gehen mit dem Ding um und da haben wir überhaupt nicht in den Theatern gefragt, ob es sinnvoll ist oder nicht. Und da geht es immer darum, den Verstand einzuschalten. Und das ist auch immer das, was das Green Book, dabei soll das Green Book euch helfen, zu sagen, wie treffen wir eine Entscheidung für das Theater und wie können wir an die anderen Menschen rangehen, die in der Politik sind, in den Stadtverwaltungen oder wo auch immer, damit sie verstehen, was unsere Bedürfnisse sind, was wir hier wirklich brauchen. Was steht denn hier noch drauf? Regenerative, pflegt das Experiment. Das ist das Experiment zu pflegen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, einfach zu sagen, wie kriegen wir eine technische Möglichkeit für unser Haus hin? Wie können wir eine Technologie anwenden, die in irgendwelchen Bereichen völlig neu ist? Das machen wir übrigens in der kreativen, im kreativen Arbeiten immer zu. Das ist ganz, ganz schnell, kriegen wir das hin. Aber das schaffen wir überhaupt nicht, wenn es darum geht, in der Zusammenarbeit mit Behörden oder anderen Strukturen zu arbeiten und zu sagen, die sind auch nicht darauf angelegt. Förderungen sind immer darauf angelegt, dass die Dinge schon mal arriviert waren. Also in 90% aller Förderungen steht drin, gibt es denn da vergleichbare Objekte. Wenn wir etwas forschen und etwas neu machen wollen, wenn wir etwas kreieren wollen, dann wird es das eventuell vorher noch nicht gegeben haben. Dann betreten wir Neuland. Und wenn wir dieses Neuland betreten, müssen wir anders denken darüber. Dabei soll ich auch das Green Book helfen. Jetzt habe ich das hier, das brauchen wir jetzt nicht. Das ist das Lüftungszertifikat, das ist für Deutschland immer interessant, weil sich das die Leute kostenlos quasi bei uns beantragen können. Das kann auch jeder andere machen. Es gibt auch einen Selbsttest, das ist für Österreich vielleicht ganz interessant. Man kann seine eigene Anlage in dieser Lüftungszertifizierung auch selbst testen. Das heißt, man gibt die Anlagenparameter dort ein und stellt am Schluss fest, ob diese Anlage eine pandemiegerechte Lüftung ist. Das heißt, ist die Lüftung ausreichend, um eine Corona-Infektion zu vermeiden, was für viele sehr, sehr wichtig ist, vor allen Dingen für die Rückgewinnung des Publikums sehr wichtig ist, weil die Leute nämlich inzwischen danach fragen, ist es da so. Man kann aber auch in der umfassenden Studie, die wir dann auch anbieten, wo es wirklich auch ein richtiges Expertenteam gibt, die schreiben dann für jedes Ding eine einzelne Bewertung rein und da steht dann eben auch drin, wie alt ist die Anlage, muss die erneuert werden oder was könnte die, wenn sie besser wäre. Das ist eben immer entscheidend. Es geht immer darum, dass man praxisorientiert irgendwas hat, wo es weitergeht. Die Förderungen, ich habe das vorhin schon gesagt, die gehen an ganz, ganz vielen Stellen vorbei. Und es gibt diese, hier unten steht das nochmal, die Bundesförderung Lüftungsanlagen. Zu Beginn von Corona wurden 500 Millionen Euro sehr öffentlichkeitswirksam angekündigt für die Erneuerung von lüftungstechnischen Anlagen für Theater. Und da war keine Erweiterung dabei und keine Neuanlage, sondern nur Ergänzung. Das heißt, es war ganz eng gefasst. Von diesen 500 Millionen Euro, die total sinnvoll angewendet werden, auch was die Energiereduktion betrifft. Eine Neuanlage hat für gewöhnlich 40% weniger Energieverbrauch als eine Altanlage, die 25 Jahre alt ist. Es sind 5 Millionen Euro abgerufen worden. Das ist gar nichts. Nichts. Also ganz, ganz viele Theater. Also wenn 85% aller Theater Anlagen haben, die älter als 25 Jahre sind und dann nur 5 Millionen Euro abgerufen waren, dann ist das eine scheiß Forderung. Und daran müssen wir gehen. Wo sollen denn eigentlich auch die Politik, woher sollen die das wissen? Die können es nur von den Fachmenschen vermittelt bekommen. Das sind die Leute aus den Theatern, das sind die Leute aus den technischen Direktionen, aus den unterschiedlichen Bereichen und aus den Teams für Nachhaltigkeit eventuell. Die sagen, das ist der Weg, den wir gehen können und das ist das Richtige für unser Haus, das ist unsere individuelle Lösung. Und je mehr wir darüber sprechen und je mehr wir davon sammeln können, desto mehr können es auch andere anwenden. Es wird nie... Den Zahn ziehe ich euch gleich. Es wird nie, das ziehe ich auch mal gerne in der Politik gleich, es wird nie die Lösung geben, die man pauschalisiert für alles anwenden kann. Das gibt es nicht. Sondern Theater sind so bestimmte Bauten und Theater sind so speziell, dass man immer eine eigene Lösung erarbeiten muss. Und die eigen erarbeitete Lösung ist auch immer für die Menschen, die dort arbeiten, die beste Lösung. Das Theater Green Book, der dritte Teil, ist in der letzten Woche erschienen. Am 18.11. haben wir den dritten Teil gemacht, das ist Organisation und nachhaltige Organisation. Es gab den Band 1, also der sich mit Dekobau und nachhaltiger Herstellung beschäftigt. Und jetzt kommen wir dazu, was passiert im Vorderhaus, im Hinterhaus, der Gebäudeverwaltung, Abfall, Mobilität, Logistik, Vertragswesen und Einkauf. Also ganz, ganz viele Dinge, die im Hintergrund ablaufen.
Wir haben sehr, sehr schnell und sehr konzentriert und sehr schön daran gearbeitet. Dankeschön, Elisa, die sitzt hier in der ersten Reihe. Ein Applaus für Elisa und den Rest des Teams, dass sie so fleißig waren. Dann ist das jetzt nämlich noch rausgekommen. Ihr habt ja einen Scan reingemacht. Wer Lust hat, kann sich das mit dem Handy scannen. Da kommt er gleich direkt auf die Seite. Man kann das Green Book auch bei uns im Büchermarkt kaufen. Man gibt es das nur zu verkaufen. Das ist immer Selbstkostenpreis. Kommt aus, ist teuer, weil es aus der Umweltdruckerei kommt. Dafür ist es aber auch CO2-neutral hergestellt. Das Prinzip ist aber eigentlich, sich das Green Book online runterzuladen. Also das kann man sich runterladen oder kann da gucken. Man kann sich das Toolkit öffnen und man kann sich im Forum anmelden. Das Forum ist ein sinnvoller Austauschplatz. Wenn ihr jetzt in das Forum von dem Teil 3 geht, da werdet ihr euch wundern, dass noch Kinder drin sind. Das gibt es erst seit ein paar Tagen. Sowas wächst dann immer. Das heißt, die Fragen, die Antworten, das, was ihr braucht, das könnt ihr immer gerne dort einstellen. Wir beantworten das sowohl im Team, also da guckt jeder mal so von die Leute, die aus dem, mit dem Expertenwissen, die gucken von Zeit zu Zeit mal da rein und sehen immer zu, dass sie die Fragen der Leute auch beantworten können. Ansonsten kann man auch die DTAG direkt ansprechen. Wir sind da auch nicht nur auf Mitglieder beschränkt, sondern wir informieren immer sehr gerne. Also wer bei uns anruft oder so, der kriegt immer eine Antwort, auch wenn er kein DTAG-Mitglied ist. Wir machen das auch für die Ösis hier, weil wir sind ja natürlich eng befreundet mit der österreichischen Theatertechnischen Gesellschaft, wo unsere lieben Kolleginnen und Kollegen ja ganz fleißig auch an diesem Thema arbeiten. Was so ein paar Sachen sind, ganz einfache Sachen. Wir reden in so einem Theater, ich war vor kurzem auch wieder in einem Theater, und da ist die Nachhaltigkeitsgruppe, hat sich getroffen und der ganze Flur, alles hing voller Papier, alles für Dinge, alles war ausgedruckt. Ich sage, druckt ihr das immer jeden Tag? Jeden Tag. Drucken wir alles jeden Tag aus. Ich sage, ihr habt doch diese Nachhaltigkeit, schickt das doch den Leuten einfach, oder lasst die sich das doch abrufen, die können sich doch den Tagesplan aufs Handy abrufen. Da braucht ihr gar nicht, hängt ihr da einen Scan hin, das ist immer dasselbe Ding. Nee, das haben wir noch nie gemacht. Die mal so zu wecken und zu sagen, ja Kinder, macht doch mal was anderes. Ihr könnt doch nicht allen Ernsthaften so eine Nachhaltigkeits-AG gründen und scheitert dann am ausgedruckten Tagesplan. Das sieht man nicht, Betriebsblindheit, finde ich auch nicht schlimm. Kann man die Leute mal hinweisen, das Schlimmste ist, wenn man den Humor verliert dabei. Ich glaube, dass man überhaupt keinen Schritt weiter, ich bin schon drüber, ich überziehe schon. Man kommt überhaupt keinen Schritt weiter, wenn man das mit Gewalt versucht zu lösen. Deshalb ist es wirklich ganz, ganz wichtig, die Leute mitzunehmen, Spaß dabei zu haben und zu versuchen, diese Transformation in so einem Team heraus positiv zu konditionieren. Dabei soll euch das Green Book helfen in 3 Bänden. Das braucht man auch nicht durchlesen. Man kann es wirklich nehmen wie ein Kompendium und kann dahin gucken, wo es einen interessiert. Man darf es auch in der Gänze durchlesen. Wir haben immer mal was reingeschrieben, was zum Schmunzeln hat, damit ich weiß, ob die Leute wach sind. Immer wenn ich so eine Rückmeldung kriege, weiß ich immer, dass die Leute mehr gelesen haben als alles andere. Ich bin jetzt so ein bisschen, ich könnte noch länger reden, ich mache es aber nicht. Wir machen Green Book Champions ab nächstem Jahr. Das heißt, wir werden diese Teams so ein bisschen ausbilden. Wir werden sagen, wie geht man mit dem Green Book um? Wir werden jetzt keinen Transformationsmanager machen, sondern wir werden die Leute aus den Theatern, die Lust und Zeit haben, sich das mit so einem Green Book zu arbeiten und zu sagen, wir arbeiten nach dem Green Book. Die werden wir ein bisschen schulen und werden wir darauf anleiten, dass die in ihren Teams auch damit so ein bisschen arbeiten können. Das werden Workshop-Tage immer sein, die man dann bei uns irgendwie, wo man sich natürlich anmelden muss für diese Sachen. Das ist im Rahmen der Bildungsbühne wird das stattfinden. Das wird es ab nächsten Jahr im März geben, gehe ich davon aus. Da ist schon mal der Anfang gemacht. Hier kommt nochmal der Scan. Da hinten steht schon die Claudia. Ich habe schon 5 Minuten überzogen. Ich danke euch ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich hätte noch 2 Stunden weiterreden können. Das war alles nur so ein bisschen angerissen. Aber das, was wir jetzt heute hier erzählt haben, das gibt es auch sowohl, ich glaube, es stellt die ÖTHG noch zur Verfügung als Stream, als auch bei uns auf den Homepages und Seiten findet ihr ganz, ganz viel Infomaterial und auch, da gibt es sogar noch einen 3-Stunden-Vortrag, den ich mal gehalten habe. Den müsst ihr euch auch nicht am ganzen Stück angucken. Das ist nicht nötig. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch schöne Zeit hier in Wien. Danke. Dankeschön. Vielen Dank.